Könnt ihr euch noch erinnern, wie euch die Regierung erzählt hat, mit den Sanktionen wird der Russe pleite gehen, das kann sich nur noch um Tage handeln? Dass es nicht so ist oder auch nicht so sein wird, sage ich euch jetzt. Servus, grüßt euch, ich habe die Ehre, ihr wisst ja noch, als Habeck und Scholz und wie auch immer vor den, unser Baerbock noch vor die Kamera standen und gesagt haben, ja, mit den Sanktionen zwingen wir den Russen in die Knie und dann ist der Krieg bald zu Ende. Es gibt knapp 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde und 1 Milliarde davon macht Sanktionen gegen Russland, die anderen 7 Milliarden aber nicht. Also ja, wir kaufen ihm weniger Öl ab, wir kaufen ihm weniger Gas ab. Die meisten aus der EU kaufen ihm weniger ab. Der Amerikaner nicht wirklich, aber er sagt zumindest so. Und ihr könnt euch auch noch erinnern, wie es der Kurs hat, der Rubel bricht zusammen. Übrigens, der Rubel ist mittlerweile stärker denn je, der ist so stark wie schon lange nicht mehr. Warum auch? Oder warum? Ganz klar, weil er jetzt mit anderen Ländern handeln treibt. Jedes Land braucht Öl, braucht Gas. Das ist momentan die einzige Möglichkeit, Energie zu erzeugen oder effektiv Energie zu erzeugen, neben der Kernkraft, aber die schalten wir in Deutschland auch ab. Dann darf jeder Grüne, stellt sich dann in den Keller so ein Fahrrad, dann kann er treten und dann haben wir alle Strom. Entschuldigung, ein bisschen Ironie. Musste jetzt sein. Aber nein, er treibt ja mit anderen Ländern Handel. Das beste Beispiel ist, Deutschland gibt Indien 10 Milliarden Euro für den Klimawandel oder für die Aktivitäten, was sie bei der Klimawandelbekämpfung betreiben. Was macht Indien? Kauft Öl zu einem Rabatt von 40% beim Russen, bezahlt den Russen mit Rubel, deswegen sinkt der Rubel nicht oder verfällt der Rubel auch nicht, wie manche meinen, weil auch der Chinese bezahlt mit Rubel, so wie er es haben wollte, Putin. Und der Inder will uns jetzt unser Öl, das wir vorher günstig bekommen haben, zu erhöhten Preisen verkaufen. Also glaubt den Schmarrn nicht, dass wir einen Russen mit Sanktionen in die Knie zwingen können. Ja, ich verurteile den Angriffskrieg der Russen aufs Tiefste. Krieg ist nie die Lösung. Aber mit den Sanktionen schießen wir uns selbst ins Knie. Wir retten damit keinen. Der Einzige, der Schaden davon trägt, von den Sanktionen, die deutsche Bundesregierung ausspricht, ist der deutsche Staatsbürger. Also ihr seid die Idioten für das, was die da oben verbrechen. Aber wie gesagt, der deutsche Michel, er ist halt tapfer hinter seiner Regierung. Er glaubt tapfer alles, was Habeck, Scholz, Merz und wie heißt der andere da von den gelben Lindner von sich geben. Glaubt es weiter, dann werdet ihr so richtig tapfer werden. Dann geht euch bald das Geld aus. Dann gehen nicht nur unsere alten Rentner zum Pfandflaschen sammeln, sondern dann kann der Arbeiter auch bald zum Pfandflaschen sammeln gehen. Ich kann mich noch an einen Spruch von der SPD erinnern, wie sie mal gesagt haben, wir schaffen 40.000 neue Jobs. Damals war ich noch Arbeitnehmer, noch relativ jung, habe ich gesagt, ja, 3 davon habe ich schon. Eine Ironie, die meisten Leute haben ja schon einen Hauptberuf und einen Nebenberuf. Die Frau hat 2 Berufe und so machen wir alles kaputt, so machen wir unser schönes Deutschland kaputt, so machen wir unseren ganzen europäischen Kontinent kaputt. In dem Sinne, bleibt aufrecht, bleibt standhaft, bleibt mir treu, wenn es Ihnen gefallen hat. Daumen hoch. Vielleicht folgt mir auch für mehr Informationen die Glocke. Informiert sich einmal auf vernünftigen Quellen und schaut sich auch einmal das Programm von der AfD an. Wir haben nämlich nicht so bäs, wie die anderen alle von uns sagen. Ich wünsche Ihnen Servus, pfiat euch, aber die Ehre.